Durch die Entdeckung neuer Monde hat Saturn jetzt Jupiter überholt. Alles darüber erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran, aktiviert die Glocke und abonniert Astrocomics TV, um nichts mehr zu verpassen. Herzlich willkommen! Monde sind im Sonnensystem nichts Ungewöhnliches. Die Erde hat ja einen Mond, Mars hat sogar zwei und die äußeren Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun haben Dutzende. Bisher war das Rennen um Platz 1 immer relativ deutlich. Jupiter galt immer als der Planet mit den meisten Monden und 2018 hatte man sogar noch weitere entdeckt, sodass Jupiter mit 79 Monden unangefochten auf Platz 1 stand. Aber das hat sich jetzt geändert. Ein Team von Astronomen von der sogenannten Carnegie Institution for Science hat mit dem Subaru-Teleskop auf Hawaii 20 neue Saturnmonde entdeckt. Damit hat Saturn jetzt 82 Monde, also 3 Monde mehr als Jupiter, und damit hat er den Titel König der Monde. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Monde alle relativ klein sind. Sie haben nur einen Durchmesser von 5 Kilometern ungefähr, also eigentlich nicht viel mehr als größere Brocken. Und sie haben auch noch keine Namen. Bisher tragen sie nur Nummern und da kommt ihr ins Spiel. Man kann nämlich Namensvorschläge einreichen. Falls ihr Twitter habt, könnt ihr unter dem Hashtag #NameSaturn'sMoons Namensvorschläge einreichen. Also werdet mal kreativ. Es gibt allerdings die Voraussetzung, dass die Monde nach Riesen aus der nordischen, gallischen oder Inuit-Mythologie benannt werden müssen. Mir stellt sich bei der ganzen Sache so ein bisschen die Frage, was überhaupt ein Mond ist. Denn diese 5 Kilometer großen Brocken, davon gibt es mit Sicherheit noch sehr, sehr viele, die man noch nicht entdeckt hat. Also ihr könnt sicher sein, dass man in den nächsten Jahren um Jupiter, um Saturn, um Uranus und Neptun sehr viele weitere Monde entdecken wird und dass sich dieses Rennen um Platz 1 nochmal verschieben wird. Ich habe eben nochmal recherchiert, es gibt keine Mindestgröße, also keine offizielle Mindestgröße für einen Mond. Niemand sagt, okay, ab 1 Kilometer ist ein Brocken ein Mond. Das heißt, rein theoretisch wäre jedes Staubkörnchen ein Mond, auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass man solche Mini-Brocken nicht als Mond definiert. Ich finde, es braucht eine offizielle Regelung, was ein Mond ist, denn wenn man ab sofort jeden Gesteinsbrocken als Mond definiert, dann wird es langsam echt unübersichtlich. Man bräuchte so ein bisschen in analoger Anwendung der Planetenregelung eine Mondregelung, denn bei den Planeten hat man ja auch gesagt, wer zu klein ist, wer seine Umlaufbahn um die Sonne nicht aufgeräumt hat, der ist kein Planet mehr, sondern, wie Pluto, ein Zwergplanet. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Sollte es eine Abgrenzung nach unten für Monde geben oder sollte einfach jeder Himmelskörper, der einen Planet umkreist, ein Mond sein? Monde von Saturn sind echt super interessant. Vor allem der Mond Mimas. Der sieht aus wie der Todesstern. Ich habe mal ein eigenes Video drüber gemacht. Mimas, der Todessternmond. Schaut es euch mal an. Und falls ihr Fragen zu Saturn oder seinen Monden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.